Hallo, herzlich willkommen wieder hier in meinem Outdoor-Office. Ich bin's wieder, euer Anton. Und wir sind heute hier wegen dem Sonderthema Heilfasten, was mir sehr am Herzen liegt. Und wenn ich sage wir, dann heißt das, dass mein kleiner Sohn da auch ganz friedlich schläft gerade. Und deswegen, ich hoffe, dass wir das alles jetzt schnell hinbekommen. Und deswegen werde ich auch mich versuchen, kurz zu fassen. Ich habe ja die letzten Tage schon mal eine kleine Videoreihe von meinen Fastenerlebnissen, also das Fastentagebuch von 2015. Haare her, wie ihr vielleicht gesehen habt. Und ich habe ja davor rein, also für mich ist es ja wahrscheinlich am interessantesten und spannendsten zu sehen, was habe ich denn damals gedacht, wie habe ich denn, und naja, also es war schon persönlich und es war halt so echt. Und deswegen habe ich gedacht, naja, dann lädst du das jetzt einfach hoch, das hast du ja vor Jahren auch so dafür mal produziert. Und ja, deswegen, da waren ja schon meine goldenen Ratschläge. Langsam anfangen, behutsam einklingen lassen, behutsam ausklingen lassen. Nicht während der Zeit arbeiten, sondern sich Zeit nehmen für Muße, Natur, Meditation, barfuß laufen und all die schönen Sachen. Und von der wissenschaftlichen Seite, da gibt es ja schon jede Menge zum Thema Fasten im Internet. Ich habe mich vor 8 Jahren, als ich dann zum ersten Mal eingestiegen bin in die Geschichte, da habe ich mich sehr befasst mit dem Pflegewiki. Das gab es damals noch, habe ich auch empfohlen in dem alten Video. Gibt es leider nicht mehr. Und was aber sehr hilft, ist dieses Video Fasten und Heilen, was so eine Art Dokumentation ist. Und die findet man auch immer wieder auf YouTube, wenn man da mal ein bisschen guckt. Also die Links werden da wahrscheinlich jedes Mal ein bisschen anders sein, weil ich weiß nicht, wie das so ist mit dem Copyright und sowas alles. Wer darf denn jetzt sowas überhaupt dort hochladen? Es ist aber sehr, sehr interessant und da wird gezeigt, wie in verschiedenen Fastenkliniken gefastet wird und wieder ein zufälligerweise ein Seelenklempner, ein Psychotherapeut, wieder darauf gekommen ist, weil mal ein Patient von ihm das Fasten abgesetzt hat. Und hat gesagt, ach, das Fasten abgesetzt. Hat aufgehört zu essen von sich aus. Und normalerweise wäre der ja zwangsernährt worden. Aber der Arzt hat dann gesagt, ja, wenn du es nicht essen willst, dann ist halt mal nicht. Und hat ihn einfach so gelassen. Und dann ist er ja durch seine eigene Fastendepression durchgegangen und hatte dann auf einmal die Fasteneuphorie und dann ging es ihm wieder gut und dann war er auf einmal geheilt. Und ja, da sind wahrscheinlich auch ganz andere Dinge gelöst worden in ihm. Verstopfung, Vergiftung wurden befreit und ja, so hat er dann halt gesehen, ah, wenn es bei dem klappt, dann ich habe ja noch so ein paar Patienten, werde ich dir mal kein Essen mehr geben. Und dann hat er gesehen, das heilt. Und dann hat er für die verschiedenen Geisteskrankheiten, hat er halt 6 Tage, wenn du schizophren bist, 7 Tage, wenn du das hast. Also jetzt ohne Gewähr hat er verschiedene Fastendauern, verschiedene Fastenrezepte zusammengefasst. Und ja, und ist damit sehr erfolgreich gewesen. Das war ein russischer Arzt. Und ist ja dann in manchen Regionen dann sogar zur Pflicht geworden zum Fasten. Und deswegen, das ist das Einzige, was ich da jetzt spoilern werde von dieser Dokumentation, die ich wirklich sehr ans Herz lege. Und ja, deswegen, das, was ich ihr beitragen kann, sind meine eigenen Erlebnisse. Und was ich dabei gelernt habe, was ich von mir entdeckt habe. Und ja, ich habe ja zum einen dieses brachiale Heilfasten gemacht, wie ich das jetzt mal nenne, was auch in diesem Video von 2015 ist, wo ich schlicht und einfach nichts mehr gegessen habe, nur noch Teechen getrunken. Und das war die eine Sorte. Inzwischen sage ich ja, sanft. Wir sollten sanft sein zu unserem Körper. Suavecito, sagt man ja hier immer. Und sachte, das heißt, heutzutage führe ich mir auch Nährstoffe zu, die halt kohlenhydratfrei sind
Weil es geht ja darum, dass der Körper umstellt auf den Prozess der Ketose. Das heißt, wir haben ja die ersten 3 Tage beim Fasten am Anfang. Wenn man so ist wie ich vor 6 Jahren, völlig vergiftet von seinem eigenen Alltagsleben, was damals ja noch mit Rauchen und Trinken in Einklang stand und dem Kaffee habe ich auch gefrönt. Und dann hat man ja die ersten Tage, ist dann erstmal ein ganz schön heftiger Entgiftungsprozess, was, wenn man das schon, das jetzt ein paar Jahre mal regelmäßig macht wie ich und noch nicht mehr raucht und nicht mehr trinkt, natürlich alles viel sanfter ist. Und da in diesen ersten 3 Tagen, da kommt man wirklich mal zu Kopfschmerzen wegen der Entgiftung. Und na, man fühlt sich auch nicht so gut und das heißt auch Fastendepression. Das heißt, man schreitet da erstmal durch ein Tal. Aber dann stellt auf einmal der Körper um, weil er sieht, jetzt kommen hier keine Kohlenhydrate mehr aus dem Essen. Was mache ich denn? Und dann sagt er, Leber, produziere mir Kohlenhydrate. Und das ist halt der Prozess der Ketose. Dann produziert die Leber auf einmal Kohlenhydrate und füttert dann das Hirn. Und in dieser Phase, wenn der Körper umgestellt hat auf die eigene Kohlenhydratproduktion, ist man euphorisiert. Man fühlt sich voller Energie, voller Tatendrang. Und ja, der Körper funktioniert super, wenn nicht sogar besser als zuvor. Und das, obwohl ja, er selbst die Kohlenhydrate produziert. Und dafür hat er halt 2 Möglichkeiten. Er kann die Kohlenhydrate aus den Fetten produzieren und aus den Eiweißen. Und Eiweiße, das sind unsere Muskeln. Und vor allem Herzmuskel wollen wir nicht, dass unser Körper dort seine Kohlenhydratproduktion draus veranstaltet. Wir wollen ja, dass er das Fett verbrennt. Und um ihm das mitzuteilen, hat die Natur was ganz Tolles erfunden. Und zwar ist es Vitamin C, die Ascorbinsäure. Die ist irgendwie ein Indikator, wenn wir halt Vitamin C, ja, schön Limonen, Limetten, Zitronen und solche Sachen dort zu uns nehmen. Ich habe mir das immer in Tee reingemacht oder ins Wasser rein, weil immer schön viel trinken. Das ist auch das A und O während des Fastens. Durch das Vitamin C weiß der Körper, greift die Fettreserven an. Mit dem Vitamin C funktioniert es anscheinend besser, aus dem Fett die Kohlenhydrate zu bauen. Und ja, das ist ziemlich erfolgreich. Und ich habe ja da in diesem Video vor 6 Jahren ja auch gesagt, dass ich so ungefähr 1 Kilo pro Tag an Gewicht verloren habe. Also die Hälfte kommt davon immer wieder. Das heißt, wenn man damit jetzt Gewicht reduzieren möchte, ist das zumindest in den ersten 2 Wochen oder in der ersten Woche so, dass der Körper im Durchschnitt 0,5 Liter verliert. Ihr werdet auf der Waage, wenn ihr sowas checkt, dann sehen, ich verliere ja 1 Kilo pro Tag. Aber das ist ja das, am Anfang, die ersten 2-3 Tage, wenn man dort fastet und dann aufhört, dann hat man danach das gleiche Gewicht wieder, weil das Erste, was man nur verliert, ist Wasser. Man entwässert halt komplett. Und das ganze Wasser, das nimmt sich der Körper dann wieder zurück, wenn durch das Essen dann auch mit den Salzen das wiederkommt und dann wieder mehr Wasser gebunden wird. Aber dann danach ist es ungefähr so 0,5 Kilo bis 1 Kilo, was man am Tag an Gewicht verliert. Aber man verliert es halt auch nicht linear, sondern am Anfang ist es ein bisschen mehr. Und man muss dann auch seinem Körper sagen, du Körper, jetzt, ich möchte gerne weiter fasten, oder wenn man das möchte. Und wenn ich jetzt aber so viel Gewicht verliere, ja, dann komme ich dann ist das nicht mehr gesund für mich. Und deswegen bitte ich dich, dass wir das mit der Gewichtsreduktion aufhören. Ja, und, was soll ich sagen, das klappt. Man kann irgendwie seinem Körper sagen, dass er nicht mehr so viel Gewicht verlieren soll. Und dann hört er dann irgendwann auf und man verliert dann kein Gewicht mehr, fühlt sich trotzdem gut. Und ja, wenn man sagt, ja gut, hier noch so mal 5 bis 10 Kilo weniger, wäre vielleicht auch gut, dann sagt man, ja, dann muss man mit sich selbst, vielleicht macht man das auch schriftlich, sagt, Körper, ich entgifte dich jetzt, ich reinige dich jetzt, ich bitte dich, nimm dir das Fett, hier möchte ich das nicht haben
Und ja, wandle es bitte um in Energie für mich. Und ich werde dann auch diese gesündere Lebensweise mit in mein zukünftiges Leben aufnehmen. Und dass wir ein lange, glückliches und unbeschwingtes Leben führen können. Und ja, so, das war jetzt doch nochmal ein bisschen mehr zu dieser ganzen Fastentheorie. Und ja, wenn ich von meinen eigenen Erlebnissen, ich habe ja hier auch in Mexiko, habe ich ja mit diesen Mexicas, habe ich ja viel Zeit verbracht und habe, weil ich am Anfang, ich wollte ja auch die ganze Kultur der Azteken und der ganzen Eingeborenen, hier gibt es Wirarica, dann war ich in der Sierra Tarahumara in Chihuahua, da wohnen die Rarámuri immer noch, was viele vielleicht kennen, das sind diese bekannten Marathonläufer, die das in irgendwelchen Plastikschuhen laufen und die dort in der Ebene sind. Und ja, ich hatte das Glück, dass ich Freunde gefunden habe, die mich mitgenommen haben zu diesen ganzen Zeremonien. Also ich war dann mit den Wirarica, die auch Wicholes genannt werden, also das, was ein bisschen abschätzig ist, deswegen werd ich die weiterhin Wirarica nennen, die beten immer zu ihren verschiedenen Naturenergien. Ihr oberster Gott ist Kaujumari, das ist ein blauer Elch, und ja, die machen in ihren Zeremonien viel Peyote und Hikuri nennen die das und machen dort dann Nächte durch, wird dann getanzt und dann werden da noch auch, also ich war auch einmal dabei, da wurde ein kleines Kalb geopfert und so sorgen die für ein kosmisches Gleichgewicht. Und da, also das, okay, das war auf jeden Fall sehr interessant. Und was eine von den Azteken, also damals, die heißen hier alle Mexicas, also die sind verschiedene Stämme, aber die, meiner Meinung nach, gehören dann Azteken und Tolteken dazu und dann auch in Nordamerika, also Kanada, USA, dann die Apachen, habe ich auch welche getroffen. Und dort war die weisen Männer, wahrscheinlich auch die Frauen, weil sie waren ziemlich gleichberechtigt damals gewesen. Die hatten, wenn es Probleme gab in ihrer Gemeinschaft, dann sind sie in den Wald gegangen oder zu heiligen Orten, zu Felsen, zu spirituellen Bergen und haben sich dort in einen Kreis gesetzt. Und der Kreis, das war eine Schnur, wenn man das jetzt praktisch sich vorstellt. Und an dieser Schnur, dort haben die Tabak, die in kleine Beutelchen, was so Stoffdinger waren, da haben die immer Tabak genommen und diesem Stoff ein Gebet gegeben. Und dieses Gebet haben sie dann an die Schnur gemacht. Und das waren 4x13. Also waren vier verschiedene Farben für die vier Himmelsrichtungen, was sehr interessant, was sehr wichtig für die immer war. Und die haben dann halt 52 Gebete, 52 Wünsche, ja, und Danksagungen in diesen Tabak gebracht. Und aus dieser Schnur haben sie sich einen Kreis gemacht. Und dann haben sie sich an ihrem heiligen Ort, haben sie sich in diesen Kreis reingesetzt. Und je nachdem, wie groß die Probleme waren, sind sie dann dort am Anfang 4 Tage geblieben, dann später dann 7 Tage und bis oder 13 Tage. Und dort in diesem Kreis sind die ohne Trinken und ohne Essen gewesen. Also genau, ich habe das in der falschen Reihenfolge gesagt, weil beim Fasten, da essen wir ja grundsätzlich nichts. Also oder kleine Sachen, kohlenhydratfrei, je nachdem. Wie gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das Heilfasten hat diese Besonderheit, dass keine Kohlenhydrate gegessen werden. Und ja, bis gar nichts zu essen.
Und dort mit den Mexicas habe ich dann an dieser Vision, was die auch zur Osterzeit machen, teilgenommen. Habe meine 52 Gebete an einer Schnur aufgereiht. Danach wäre mir, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die Schnur auch länger gemacht. Weil man ist ja dann in diesem Kreis mit den 52 Gebeten. Und ja, da ist man dann 4 Tage, 3 Nächte waren es bei mir gewesen. Und ohne Essen und ohne Trinken. Was mein einziges Mal Fasten bisher war, wo ich auch nichts getrunken habe dabei. Und das Einzige, was man da mitbekommt, ist eine Pfeife, eine Tonpfeife und ein Beutelchen Tabak. Ja, und ein Feuerzeug. Oder Streichhölzer? Nee, es waren Streichhölzer waren es gewesen. Dass man dann, wenn man in seiner Trance war, dass man dann, Tabak war ja für die eine heilige Pflanze. Die haben sie auch nur geraucht zu den Zeremonien und halt nicht denn täglich. Also wie das da dann in Europa, wo dann extra noch irgendwelche suchtfördernden Zusatzstoffe immer dazu gemacht wurden, dass die Leute schön abhängig davon werden und immer schön viel kaufen. Die amerikanischen Ureinwohner haben das Fasten jetzt also benutzt, um Sachen für sich und ihre Gemeinschaft rauszubekommen. Was sind jetzt die wichtigsten Aufgaben für sie in der nächsten Zukunft? Wie können sie Probleme, die jetzt ihre Gemeinschaft hat, wie können sie diese Probleme im Einklang mit Himmel und Erde lösen? Und ja, und wie können sie irgendwelche Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, verstehen? Und wie klärt sich das alles auf? Und ja, dadurch, dass die halt mit Himmel und Erde sich dort verbunden haben und dort in Verbindung standen, kam dann die Erklärung wie so eine Art Erleuchtung, als Vision. Und deswegen wird es ja auch immer noch Vision genannt, wenn es gemacht wird. Und bei mir war das auch. Also ich habe dann auch Sachen von mir verstanden und habe dann auch gesehen, das sind jetzt, um weiterzukommen in meinem Leben, sind das jetzt wichtige Schritte, die ich machen möchte. Das sieht man dann auf einmal vor dem inneren Auge. Und deswegen bin ich da auch sehr dankbar. Und das, obwohl dadurch, dass es ohne Wasser war, war es für mich sehr hart gewesen. Also diese Pfeife mit dem Tabak, die wir dort hatten zum Beten und zum Meditieren, würde ich das jetzt sagen, war halt für mich ganz schön ekelhaft. Weil wenn man da was durchgeraucht hat, dann kam da der Tabak, ist mir dann in den Hals geflogen. Und ich kann sich kein Mensch vorstellen, wenn man 2 Tage nicht getrunken hat, wie trocken denn der Hals ist. Und wenn dann irgendwelche Tabakbrocken dann da reinfliegen, ist total ekelhaft. Und dann hat man, aber ja, dadurch, irgendwie ist dadurch dann trotzdem wieder ein bisschen der Mund wässrig geworden und dann ein bisschen Wasser reingekommen, was dann auch wieder ein bisschen schön war, aber dann mit diesem ekelhaften Geschmack von dem Tabak. Naja, war auf jeden Fall eine zwiespältige Angelegenheit und dann war das auch noch um die Osterzeit rum und ich war in diesem wunderschönen Canyon gewesen und da waren halt auch ein paar Wandergruppen, die da lang gegangen sind und ja, die hatten halt auch, da habe ich schon überlegt, ob ich mich nicht denen zu erkennen gebe. Oder kommt mal vorbei, gebt mir mal was ab von eurem Trinken und so. Also, ja, die haben mich ja nicht gesehen, deswegen, das wäre mir auch peinlich gewesen. Und ja, dann habe ich da gesessen, halt im Kreis meiner Gebete, habe dann so eine Toga angehabt, also war dann hier so ein kleines Dings zum Bedecken und dann noch ein Tuch. Da ich ja der einzige nordeuropäische Mensch dort war bei dieser Vision, der die mitgemacht hat. Und meine weiße Haut, da hatten die hier auch ein bisschen Angst, dass sie mich total verkokeln werden, weil von den Mexikanern haben manche wirklich von früh bis spät in der prallen Sonne gesessen. Und hier im April, da ist hier auch kein Wölkchen, sagen wir jetzt mal, am Himmel. Da regnet es nur manchmal, wenn man ganz viel Glück hat.
ja, manche haben dann halt Glück, die haben dann halt so einen Schatten. Und ja, wie ich hatte dann halt Schatten. Und man hatte auch eine Decke, weil nachts ist ja dann doch noch kalt bekommen. Ich habe die Decke dann tagsüber auch noch genommen, um mir einen Sonnenschutz zu basteln damit. Was wahrscheinlich auch nicht ganz im Einklang war, aber was ich damals gesagt habe, ey, ich bin hier Ingenieur, wenn ich hier mitmache, dann mache ich das mit, aber ich muss wenigstens ein bisschen Schatten haben, sonst gehe ich hier total krachen. Ja, und dann habe ich halt, ab und zu konnte ich mich dann noch ein bisschen zum Yoga motivieren, habe dann noch Yoga gemacht, ja, und habe sonst versucht, ja, zu meditieren, zu mir zu kommen. Hab auch am Anfang so mit den Tieren geredet, wisst ihr, ich bin jetzt hier nur für 3-4 Tage, danach ist es alles wieder euer Raum und ja, lasst mich bitte hier in Ruhe schön, ich lasse euch auch in Ruhe. Und ja, die anderen hatten nämlich auch, wir hatten da noch so ein Horn mit, also es gibt immer diese großen Muscheln, und wenn man da reingetrötet hätte, dann wären dann halt Leute gekommen und hätten einen abgeholt. Und da zwei Leute wurden tatsächlich da in dem Jahr, als ich das gemacht habe, von Skorpionen gebissen in ihrem Kreis. Naja, wie gesagt, ich hatte Glück, nennen wir das mal, und hatte diese Art des Fastens auch einmal mitgemacht. Ja, und empfehle das natürlich nur in Begleitung mit anderem. Genauso wie das Heilfasten, wenn ich jetzt sage, dass ich als Wissenschaftler mit meinen Selbstexperimenten, dass ich mich da jetzt einfach, also dass ich jetzt einfach so aufgehört habe zu essen, das war halt, weil ich mir das zugetraut habe. Empfehlen kann ich natürlich nur, das in Begleitung zu machen mit anderen Menschen, die dann, ja, die das dann auch ärztlich betreuen. Da gibt es ja etliche Fastenkliniken. Aber wie gesagt, wer selbst dann ist und sein möchte, der kann auch an sich selbst experimentieren. Die Freiheit kann man sich gerne auch noch gönnen. Und ja, das war eine dieser sehr interessanten Fastengeschichten in Mexiko. Dann habe ich noch eine zweite Zeremonie, Danza del Sol, den Sonnentanz habe ich mitgemacht. Das war auch sehr schön, das war so in den Bergen über Teotihuacan. Also da stand dann die Sonnenpyramide und die Mondpyramide ist dann auf so einem Plateau. Und wir waren nochmal so in den Bergen, nochmal so ein paar hundert Meter höher und konnten halt immer schön runter gucken. Fotos durften da leider eigentlich auch nicht gemacht werden, das, zumindest nicht von diesen Zeremonien. Deswegen habe ich hier nur einmal so ein Foto von dem Festplatz, wie das dort hergerichtet wurde. Dort wurde erst ein Baum gefällt und der wurde dann in der Mitte von dem Tanzplatz eingepflanzt und geschmückt. Und dort haben dann die Tänzer, die sind dann dort, es waren auch 4 Tage und 3 Nächte, sind sie da rumgetanzt. Und dann da war auch noch ein ganzes Dorf mit. Also ich habe dort, ich war keiner der Tänzer, der Fastenden. Ich war in der Küche zuständig und habe dann schön geschnippelt und war auch bei den Sängern. Das heißt, immer wenn die dann rausgekommen sind zum Tanzen, habe ich damit getrommelt und mitgesungen, was auch ein sehr schönes Erlebnis war. Und ja, die Tänzer, die sind dann auch morgens und abends, immer gab es dann Temazcal. Temazcal heißen hier diese Schwitzhütten, wo sie dann reingegangen sind und dann wird dann da drin, wird dann halt auch von allen, ja, wird dann geredet. Und wie geht's einem jetzt? Ich war ja, bei denen war ich jetzt nicht mit drin, ich kenne das im Allgemeinen. Und dann wird halt gesungen und dann wird halt meditiert und zu sich gekommen und Sachen halt auch von sich rausgelassen. Und das Wunderschöne, wenn man fastet, ist halt, dass man in diesem Temazcal, dass man dann halt auch diese Luftfeuchte bekommt und dann über die Haut atmet. Und diese Atmung über die Hautporen, über die 84.000 Poren im Taoismus, was wir auch in den Praxissachen noch früher oder später machen werden, ist ja eine ganz wichtige Atmung, um erstmal sein energetisches Feld zu spüren
und um ja, sich auch dann mit dem verbinden zu können, dass man halt, viele kennen es ja, wenn jemand einen von hinten anguckt oder so, man fühlt sich dann beobachtet, dann sieht man, dann guckt er weg. Frauen können das wahrscheinlich mehr als Männer. Aber das ist ja dann, man merkt ja dann die Energie, die dann zu einem kommt. Und ja, je mehr man dort offen ist, desto feinfühliger ist man auch für diese Energien. Und das kann man halt mit dem Atmen, kann man das sehr, sehr schön verstärken. Und ja, da gibt es auch noch in diesem Zusammenhang, was ich sehr interessant fand hier in Mexiko, ist ja, die sprechen ja hier das Nahuatl. Das Nahuatl wurde von Alaska bis Guatemala mindestens gesprochen. Also was die alle gesagt haben, dass das, was die Europäer gebracht haben, einen einheitlichen Sprachraum, dass das die große Errungenschaft war, ist falsch. Weil die hatten auch vorher alle schon dieses Nahuatl auf dem ganzen nordamerikanischen Kontinent und wohl auch bis Kolumbien und so sogar gehabt. Und meine erste Vokabel, die ich gelernt habe, war Aguacatl, was mein kleiner Sohn schon sagen kann. Und das sind die Hoden. Und so eine Aguacate, so eine Avocado sieht ja auch aus wie eine Hode und ist deswegen auch gut dafür. Und weswegen ich es aber im Zusammenhang mit dem Fasten sage, ein weiteres Wort, was ich gelernt habe, ist Atla. Atla ist das Wasser. Und das ist halt Nahuatl. Und der Atlantik, der hieß schon, bevor Kolumbus hier angekommen ist, Atlantik. Und das ist ja Atl, also das ist das große Wasser auf Nahuatl, ist der Atlantik. Und das Atlasgebirge in Nordafrika, in Marokko, Atlas, Atlantis, Atl ist das Wasser. Und das, was manche, wenn hier Feuerwasser gesagt wird, dann denken ja in Europa viele, das ist irgendwie Alkohol, der den Eingeborenen hier mitgebracht wurde, worauf die sich so gefreut hat. Feuerwasser ist, die haben immer Vulkansteine, werden ins Feuer gelegt in so einem Temazcal, werden erhitzt, also da, ja, natürlich, die werden bis zur Glut erhitzt. Und dann werden die in dieses Igloo, was aus Weidenflechten und mit Häuten dann abgedeckt ist, was dieses Temazcal, diese Schwitzhütte ist, werden dann in der Mitte, werden dann diese glühenden Steine rein transportiert. Und dann werden da Aufgüsse gemacht, wie in einer Sauna. Also mit verschiedenen Kräutern, was dann für verschiedene Anlässe die Kräuter sind. Und wenn der Aufguss gemacht wird, der Wasserdampf, der dann aufsteigt, das ist das Feuerwasser. Das ist das richtige Atlatchinoli. Und ja, und so über diese Schwitzhütten haben die sich ernährt. Was für uns Europäer dann auch ist, sehr gut. Wir können während des Fastens sehr schön in Saunen gehen, in so eine Relax. Man kann dann ja auch in ein Sanarium, also so eine 90 Grad Trocken-Power-Sauna kann ich da natürlich nicht empfehlen. Aber so ein schönes Dampfbad oder so ein schönes Sanarium ist traumhaft, kann ich Ihnen empfehlen. Genau wie barfuß wandern und das vielleicht auch noch zu kombinieren. Weil jetzt schwingen wir mal wieder zurück nach Deutschland. Dort hatte ich einmal auch einen Fastenretreat gemacht, was kombiniert war mit einem Schweigeretreat. Das heißt, wir haben dort nicht gesprochen und sind dann immer schön ein bisschen wandern gegangen und haben dann nur abends. Abends haben wir dann jeden Abend einen kleinen Obstsaft uns genehmigt, der dann frisch gepresst wurde. Dann gab es dann mal Ananas, mal gab es Mango. War sehr, sehr lecker. Wie übrigens auch nach meiner Vision, wenn man da 4 Tage nichts gegessen, nichts getrunken hat. Und dann gab es als erstes Ananassaft. Wow. Also was da, eine Geschmacksexplosion, ein Traum. Und da konnte ich mich auch nicht zu schnell wieder anfangen. Und nach diesem, das zu verbinden mit dem Schweigen und mit der Meditation, das hatte halt nochmal eine extra Qualität gehabt. Also wer die, das, was ich auch unbedingt empfehlen kann, mal 3 Tage, 2 Tage, 4 Tage, 5 Tage, nichts zu sagen. Einfach nur in Ruhe sein
Weil das ist auch mal, man gibt ja Energie damit auch nochmal aus, mal die Energie bei sich zu behalten. Man nimmt auch keine neue Energie auf, man reinigt sich komplett. Und ja, wenn man das noch da hatte ich ja wirklich meine erste Erfahrung, wo ich, ja, die so unglaublich ist, jetzt auch an der Stelle nicht schilder, aber auf jeden Fall kommt man da in tiefste Selbsterkenntnis und ja, man verlässt das Körperliche und ist dann auf einmal nur noch Licht und also, wie gesagt, ich erzähle ja auch diese ganze Sache mit dem Heilfasten jetzt abgesondert von dem Sondo, weil das ist ja, das kommt nicht von meinem Meister. Nur für mich persönlich war jetzt Fasten, das war halt mein erster Zugang zu spirituellen Sphären, wie ich dazu kommen konnte. Und ja, das war jetzt auf jeden Fall auch noch, was ich noch sagen wollte. Und dann jetzt höre ich gerade hier schon, da wird ein bisschen schon gemeckert, der Kleine. Genau. Bevor ich jetzt hier zu lange abschweife, für diese Ernährung während der Fastensache haben wir was gefunden, also meine Liebste und ich, das haben wir halt gefunden durch ihre Schwangerschaft und dadurch, dass sie auch die beiden Kleinen gesäugt hat, ist sie völlig leer gewesen. Sie haben ihr die ganze Energie ausgesaugt, meiner Liebsten. Und ja, da hatte ich durch Zufall eine ehemalige Freundin wieder im Internet getroffen und dann wieder mit ihr gesprochen. Und sie hatte 5 Kinder in der Zwischenzeit schon bekommen und hat das gleiche Problem gehabt und ist dann auf spezielle Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel gekommen, die ihr dann geholfen haben, wieder sich wieder aufzuladen, voller Energie. Ja, und wie gesagt, meine Liebste hat das auch genommen, bei ihr hat das auch funktioniert. Und die haben auch ein spezielles Programm für das Fasten, wo man dann in den Einleitungstagen bestimmte Präparate nimmt und dann während des Fastens auch die Grundversorgung für sich sicherstellt. Und dieses genaue Rezept, wie man da vorgeht, für die wollen. Weil ich, wie gesagt, bei mir hat es 8 Jahre gedauert, bis ich zum ersten Mal wirklich dann den Mut hatte, selber mit dem Fasten zu beginnen. Ich hoffe, ich kann jetzt ermutigen mit der Arte-Doku, dass das dann vielleicht auch noch ein bisschen nochmal sagt, wow, das ist ja nicht nur jetzt wieder dieses Spirituelle, das ist ja auch von rein wissenschaftlicher Seite fantastisch. Also, und hat solche Vorteile auch für meine physische Gesundheit, nicht nur für meine psychische. Ja, das werde ich gerne mal machen. Und ja, bei diesen Präparaten sage ich aber auch ganz offen und ehrlich an dieser Stelle, wenn er da diese Links klickt, wo das gekauft werden kann, da würde ich sogar indirekt mitverdienen. Und weil diese Sachen jetzt mit vertreibt, ist halt meine Liebste. Und ja, dadurch würden wir, wie sich minimal ein paar Prozent, würden wir dann daran mitverdienen. Nur, dass ihr das wisst, dass ich das, ich sage euch das als Empfehlung, habe aber auch selbst erzählt, ich habe angefangen mit gar nichts, also nur mit Wasser. Und ja, das ist halt eine schonendere Variante, in der wir sicherstellen, dass unsere Grundversorgung gewährleistet ist und wir dennoch in diesen Prozess der Ketose kommen, weil wir ja sämtliche Kohlenhydrate weglassen. Und ja, Versuch macht klug, sag ich ja immer gerne. Und ja, wie gesagt, vom ganzem Herzen, meiner Mutter habe ich das schon erklärt. Also die fastet auch seit 5 Jahren mindestens. Da bin ich auch sehr froh, das hat ihr auch sehr geholfen. Sie macht es mehr zur Gewichtsreduktion als zum Reinigen und zum, ja, ich mache das halt mehr für die spirituelle Geschichte, um wirklich mehr in diese, die Meditationen sind noch intensiver und ja, das gefällt mir auch ein bisschen. Es ist komplett drogenfrei, es ist komplett gesund und ja.
In diesem Sinne danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Mein Kleiner, der ist jetzt auch schon, um den werde ich mich da jetzt kümmern. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Tage und ja, wir bleiben in Kontakt. Viel Vergnügen, euer Anton. Tschüss. Ja, winke, winke. Oi. Oh.